guck mal, da gab's Steffen. Der Rauch ist toll, ne? Boah, da brennt die Hexe. Da brennt die Hexe. Das war's? Das ist ein Inferno, ist das hier. Guck, pass auf. Vorsichtig. So stelle ich mir das Höllenfeuer vor. Auch so heiß. Die ewigen Flammen in der Hölle. Jesus war 3 Tage in der Hölle. Nee, nicht in dem Reich der Toten, ne? Oder? Alter, hier, pass auf. Ja. Krass. Morgen guckst du dir das an und lachst du darüber, was du dabei gesagt hast. Ich? Nein. Eieiei, das ist aber echt heiß. Ne? Oh, die Kamera schmilzt gleich, ey, Wahnsinn. Ne, deswegen stieb das Feuer 50 Meter in die Höhe. Ne, 4,80 Meter, nicht über 5 Meter. Ja, 4,80 Meter. Wir sind noch voll in der Range. Alles klar, 4,80 Meter. Das ist aber auch heiß, du meine Fresse. Ey, was habt ihr hier nur angezettelt? Ich dachte, du wolltest aufhören. Ja, ist ja gerade windstill. Können wir nochmal drauf? Ich weiß nicht, wer die Handschuhe hat. Dein Sohn hat die Handschuhe. Was machen die Wurst? Ja, da wird die Sau geschlachtet. Ja, da hättest du ein Schwein drauf braten können auf dem Feuer. Oha! Jetzt kommt das. Ah. Domino Day. Vorsicht, die Flamme leckt dich gleich an. Der Tisch sieht gut aus. Da sieht nach Spaß aus. Schön, dann geht jetzt schön warm. Ja, das Feuerbier ist das. Osterbier. Der Doppelbock. Ich hätte jetzt Lust, so einen Jesusfilm zu sehen. Live on with Ryan. Genau, wir singen erstmal jetzt Live on Ryan. Wie lange hast du eigentlich darauf gehalten, dein Video? Spiel das mal rückwärts ab. Nicht, dass dann gleich irgendwelche komischen Geister kommen. Ach, das stimmt überhaupt, dann sieht man die, ne? Ja, da musst du aufpassen. Wenn man sie rückwärts laufen lässt. Die verbrannten Geister hier. Die Wintergeister. Da, ich sehe schon einen. Siehst du da? Ja, da hinten steht einer. Ja. Da macht sich am Grill zugange der Furcht. Der schreckliche Wintergeist. Das sieht das echt schon gerade hier. Ja. Kannst du dir dann morgen immer auf Video in deinem Fuß abspielen? Ne? Facebook. Nee, in deinem Fernseher, in deiner Megaklasse. Ach so. Ja, genau. Ja, ohne Ton dann aber. Nee, mit Knistern. Nein, du musst das mit Knistern. Wir sind mal gerade ganz still, also, da kannst du so die verkaufen. Du machst du so eine Schleife rein. Und dann nennen wir die Höllenbier. Siehst das Ding immer wieder ab. Was mit unserem Bier anders. Das ist überhaupt eine gute Idee, wenn hier nur nicht die ganzen Wintergeister durch das Bild tapern andauern. Gute Idee, so ein Scheiß, ne? Ja. Gute Idee, so ein Scheiß. Dann wieder ab. So ein Scheiß, gute Idee. Otto. Ja, Otto war ja, der erste gut. Film. Ich denke eben so, Mann, gute Idee, so ein Scheiß. Werde ich nie vergessen. Sehr gut, er kennt ihn.
Wir sagen dann, wir schreiben dann da ganz fett drauf, frei von bösen Geistern. Da ist schon wieder ein Geist durchs Bild gelaufen. Habt ihr das gesehen? Mhm. Ist das krass. Geile Kamera. Was ist das für ein Handy? Geisterhandy. Hat er gefunden. Ich spiel das rück. Das wird er nicht rückwärts abwenden. Das ist ein Problem heute Nacht. Habt ihr Eis vor Geistern? Ja. Bei dir ja, mittlerweile ja. Es gibt keine Geister. Wie speicherst du da drauf? Das darf man nicht sagen. Genug. Was darf man nicht sagen? Es gibt keine Geister, es gibt Jehova, Jehova. Dafür setze ich noch schon schlimmer, als es schon ist. Wieso, wenn man sagt, es gibt keine Geister, dann kommen sie erst recht? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ja, dreimal vom Feuer im Herbel Hoppens sagen und dann kommt sie. Ach so. Hoppens ist sowas von gefährlich, ne? Ja, Kinderschändung würde ich sagen. Alter Schwede, ey. So. Ja, nun. Jetzt ist das langsam. Kommt zum Ende, ne?